Hallöchen, da sind wir wieder zum Video Nummer 2. Ja, wo wir aufgehört haben, machen wir gleich weiter. Heute geht es darum, ja, wo fangen wir eigentlich bei Pestefechse an? Ah, überall. Gehen wir mal und die Rüstung durch. Und zwar haben wir Gürtel, Ringe, Amulette, Helm, Schuhe, Handschuhe und Waffen. Auf jeden dieser Sachen gibt es Sockel. Wie zum Beispiel bei Einhandwaffen gibt es maximal 3 Sockel. Helme maximal 4. Rüstung können bis 6 Sockel haben. Schuhe 4 Sockel und Handschuhe auch 4 Sockel. Dann gibt es noch Gürtel und Ringe und Amulette. Es gibt Ringe mit 1 Sockel, Sockelringe. Und Gürtel gibt es nachher auch. Das sind Abgrundgürtel. Da passt ein Sockel für ein Juwel rein. Da können wir mal schauen. Das ist dann zum Beispiel hier, wie man sehen kann. Okay. Diese Sockel sind für die Gems, die man nachher, sage ich mal, einsetzt, um seine ganzen Fähigkeiten zu haben, wie mein tektonischer Schlag zum Beispiel. Und ja, und alles andere. Die Sockel sollten immer verlinkt sein. Das erkläre ich nachher noch, wie man das macht. Oder auch nicht, falls man bestimmte Fähigkeiten nicht miteinander kombinieren möchte. Ja. Und dann schauen wir mal, wie zum Beispiel, ja, wo fangen wir an? Ihr wollt zum Beispiel eine Fähigkeit haben, wie ich jetzt der Lavaschlag. Der ist hier, oder der noch nicht mal Lavaschlag, entschuldigt, tektonischer Schlag. Der ist hier oben ausgerüstet. Das ist ein Angriff, den kann man auch einsetzen, ohne diese ganzen zusätzlichen Unterstützerfertigkeiten. Nur dann ist er natürlich nicht so power belastet und nicht so schlagfertig und nicht so schnell und so weiter und so fort. Und das zeige ich euch mal, wie man überhaupt die ganzen Gems bekommt. Weil die findet man, kann man natürlich finden. Aber man muss ja nichts dem Zufall überlassen. Nach Abschluss der ganzen Quests gibt es in Oriad einen Händler, wo man alle kaufen kann. Aber auch zwischendurch in den Akten gibt es Händler, die immer verkaufen. Dann nicht alle, aber die bis zu dem Zeitpunkt gefunden wurden oder freigeschaltet sind. Wir gehen jetzt mal nach Oriad. Und da gibt es hier die Lili Ross. Da könnt ihr Gegenstände kaufen und da findet man alle Gems. Und auch fast alle. Das sind die Fertigkeiten. Die sehen immer so aus wie Steine, wie ein Ei. Und hier haben wir dann die Unterstützerfertigkeiten. Die sind alle rund. Und das zieht sich dann mit Blau, Grün, so weiter fort. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen tektonischen Schlag ausgerüstet habe und ich möchte diesen unterstützen, kann man hier diese Fertigkeiten, Unterstützerfertigkeiten, aufrufen. Und man sieht daneben ein kleines Fensterchen, aktive Fertigkeiten. Und zwar würde ich jetzt die Unbarmherzigkeiten haben wollen, kann ich sehen, welche der Fertigkeiten davon unterstützt werden. Und hier sieht man schon, der tektonische Schlag könnte diese Fertigkeit verwenden. Eigentlich fast alle, wie zum Beispiel aber hier nicht, Elementarschaden mit Angriffen, würde beim tektonischen Schlag gar nicht funktionieren. Ja, und das muss man sich dann eben halt bewusst sein und da kann man seine eigene Skillung komplett zusammenstellen und sucht sich die Steine zusammen, die mit seinem Angriff gut harmonieren. Und wichtig ist auch, weil ich jetzt sage Angriff, weil viele machen den Fehler und packen einfach Zauber, Unterstützung für Zauberfertigkeiten dazu, was gar nicht funktioniert, weil es ist ja eine Angriffsfertigkeit. Genauso muss man auch aufpassen bei den Ringen, wie zum Beispiel 22% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten. Funktioniert, weil ich einen Angriff habe. Würdet ihr aber irgendeinen Zauber verwenden, würde das gar nicht funktionieren, da auch Angriffsgeschwindigkeit zählt gar nicht, weil es ein Zauber ist. Da braucht man Zaubergeschwindigkeit.
Den Fehler habe ich am Anfang gemacht, wo ich mit meinem Zauberer los bin und habe da auf den Ringen und Amuletten gehabt, Angriffe, Gewehren, so und so viel zu Blitzschaden und ich dachte, ich bin der Überlord. Ja, das war's dann. Alles Quatsch. Also wirklich, müsste dann hier, fügt Angriffen Feuerschaden hinzu, ist richtig. Bei einem Zauberer, der Zauberfertigkeiten vielleicht macht, müsste fügt Zaubern so und so viel Feuerschaden hinzu. Das ist wichtig zu beachten. Ja. Ich habe hier durch gutes Glück eine Rüstung geschafft, mir sechsfach zu sockeln. Hat mir sehr viel Materialien gekostet. Probiert es erst wirklich nachher, wenn ihr genug zusammen habt und nicht, wenn ihr mitten im Levelprozess seid, noch mitten in der Story. Lohnt sich nicht, so viel Materialien zu verschwenden. Falls ihr jetzt aber sagt, Watze, Fusel, ich verstehe nur Bahnhof, Sockeln, Gemmen, Kräften, blablabla. Erkläre ich das jetzt mal kurz. Dann gehen wir zur Lani. Mal gucken, was die so anbietet. Nicht viel. Good to see you still kicking. So. Hier zum Beispiel haben wir eine. Helfe ich mal, kaufen wir uns mal eine weiße Rüstung. Falls ihr wirklich nichts habt oder mitten im Prozess seid oder ihr findet eine weiße Rüstung, ihr könntet immer noch was draus machen. So, und ihr habt nun wirklich gar nichts. So, und dann nehmen wir diese weiße Rüstung. Und gucken uns mal unsere Materialien an. So, ich habe hier eine goldene Rüstung. Ihr werdet bestimmt öfters blaue Rüstung, weiße Rüstung, goldene Rüstung finden. Und das kann man sich selber auch basteln. Nehme ich eine Umwandlungssphäre, wird ein normaler Gegenstand zu einem magischen Gegenstand. Also wird dieser blau werden. Mit ein paar Fähigkeiten. Nehme ich eine Sphäre der Alchemie, wird aus einem normaler Gegenstand ein seltener Gegenstand. Also könnte ich eine goldene Rüstung draus machen. Das probieren wir jetzt gleich mal. Wird zwar nicht der Bringer, aber ist jetzt nur als Beispiel. Ups. Und schon haben wir eine Rüstung mit 74 Leben regeneriert und Chaoswiderstand. Gar nicht mal so schlecht. Gut. Ja, aber jetzt haben wir nur zwei Sockel. Zwei rote. Und bis auf eine Rüstung können bis zu sechs Sockel, zumindest im oberen Bereich. Da haben wir eine Sphäre des Goldschmieds. Verändert die Anzahl der Fassung eines Gegenstandes. Das könnt ihr natürlich auch bei den Unikaten, bei den legendären Gegenständen auch probieren. Da, falls ihr eine findet, bloß mit einem Sockel, könnt ihr da dies anwenden und könnt dann die maximale Zahl von drei rausholen. Wir machen das jetzt mal und probieren ein bisschen. Vier Sockel. Ein Sockel. Ich probiere es jetzt natürlich nicht weiter, bis sechs Sockel kommen. Das würde sich nicht lohnen für diese Rüstung. Ja, bleiben wir bei den vier Sockeln. Und schauen weiter. Gut, jetzt haben wir hier oben, wie man sieht, ich habe meinen tektonischen Schlag, eine blaue Unterstützung und dann noch zwei rote. Also, und ich habe hier drüben, habe ich ja, oh, nur vier rote. Und ich bräuchte doch eine blaue dazu. Da gibt es dann die Färbungssphären. Damit kann ich dann die ganze Rüstung nochmal komplett versuchen, die Farben dementsprechend zu bekommen, wie ich das möchte. Dem Zufall überlassen. Also daher immer schön sammeln, 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 aufheben für später könnt, werdet ihr genug verkräften. Probieren wir weiter. Und es passt. Sage ich mal, wir haben jetzt schon mal vier Stück. Also könnte ich schon mal vier Sockel belegen. Die unteren zwei ausgeklammert, aber ich könnte schon mal den tektonischen Schlag verstärken. Aber wie ihr seht, sind zwei Sockel für sich alleine und zwei verbunden. Und das würde gar nicht funktionieren, den tektonischen Schlag damit zu verstärken. Die Sockel müssten alle verlinkt sein, miteinander verbunden, damit das überhaupt funktioniert. Und da gibt es die Verbindungssphäre. Und damit kann man dann probieren, dass die Sockel alle miteinander verbunden sind. Ich kann es. Ja. Jetzt sind drei verbunden. Zwei.
Und es hat geklappt. Und jetzt habe ich 4 verbundene Sockel und könnte meinen tektonischen Schlag mit einer blauen Unterstützer und 2 roten Unterstützer verbinden. Und somit hätte er dann die Power. Gut. Erstmal dazu, dass er das ein bisschen verstanden hat, wie er seine Sachen ein bisschen aufwerten kann. Sollte euch diese goldenen Werte, überhaupt nicht, sollten die blöd sein, kacke und euch nicht gefallen, könnt ihr mit dieser Sphäre der Läuterung alles wieder zurücksetzen, den Gegenstand wieder weiß machen und auf ein neues mit einer Sphäre der Alchemie wieder probieren. Und so weiter. Und das wird schon was. Chaosfern, bla bla, das machen wir jetzt nicht. Das würde den Rahmen sprengen, weil bei so einer Rüstung sollte man es jetzt nicht machen. Aber die ist jetzt gar nicht mal schlecht. Und wäre schon mal eine kleine Hilfe mit Widerstände, regeneriert Leben und Leben drauf. Super. Da hätten wir schon was. Natürlich gibt es auch Rüstungen. Wenn ihr jetzt von Anfang an spielt und habt, wollt unbedingt eine 6er-Skillung probieren, gibt es natürlich auch eine Unikate Rüstung, die von Hause aus 6 Sockel hat. Ich schaue mal, ob ich die überhaupt noch habe. Ja, da gibt es die Tabula Rasa. Die gibt es zwischen 20 und eine Triade Chaosfern im Handel. Und diese kann man nehmen, um alle möglichen Skillungen mal zu testen, ohne dass man sich eine Rüstung mit farblichen Sockeln macht, weil die hat generell weiße Sockel und in weißen Sockeln passen alle Farben rein, ist frei kombinierbar. Und so kann man, wenn man, und die ist ab Level 0 gleich von Anfang an anlegbar und die kann man nutzen. Die Rüstung hat zwar keine Werte wie Leben oder so drauf, aber man kann damit erstmal schön seine ganzen Skillungen testen. Und diese ist findbar überall. Man kann diese Rüstung sich auch erspielen. Ich gehe mal zum Versteck. Und zwar kann man diese über Karten, Weissagungskarten, finden. Ich muss jetzt einmal suchen. Sagt Bescheid, wenn er sie findet. Ah, da drüben. Und zwar die Bescheidenheit, die Karte. Die Tabula Rasa. Wenn ihr 9 Karten zusammengesammelt habt, könnt ihr euch die Karte dann bei Navali abholen, tauscht die Karten rein und bekommt eure Tabula Rasa. Und diese Karte fällt zumeist in Akt 9 in dieser Strecke das Blutaquädukt bis hin zum Eingang von Hohenfurt. Das ist eine kurze Sache, empfiehlt sich sowieso, wenn man frisch alles beendet hat, Level 60 ist oder 65, diese Strecke hoch und runter fahren. Man findet gute Gegenstände, alles über Level 60 und auch des Öfteren die Karte. Die Bescheidenheit, sodass man die Tabula Rasa zusammenbekommen kann. Ich habe schon etliche Rüstungen von der Tabula Rasa hier gefunden, also zusammengefarmt. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, ihr werdet auch, wenn ihr nachher ab Akt 2 die Helena getroffen habt, bekommt ihr so oder so euer eigenes Versteck. In verschiedenen Akten findet ihr das versteckte Badehaus, das versteckte Templer-Laboratorium. Und damit schaltet ihr verschiedene Versteckdesigns frei. Ich habe mich für dieses entschieden. Und hier könnt ihr alles aufbauen. Eine Handwerksbank. Und darauf bezogen die Handwerksbank gilt nämlich daher, um noch Rüstung und so weiter zu erweitern. Ich weiß gar nicht, ob das bei dieser geht. Ja. Ihr erlernt, findet überall Fertigkeitsschreine im ganzen Spiel auf Maps nachher, auch später, was euch vielleicht noch nicht sagt, wenn ihr das Syndikat erledigt, könntet ihr da Sachen entschlüsseln und Fertigkeiten erlernen, wie zum Beispiel hier. Und damit kann man so eine Rüstung, weil diese hier bloß 4 Wert hat, es gehen glaube ich bis 6 oder 7 sogar für eine Rüstung. Und hier könnten wir noch maximales Mana Rüstung noch dazu packen.
Ich kann ja mal gucken. Ja, mal noch mal leben. Und angenommen, wir wollen leben, 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 leben. Und ich brauche Rüstung. Oder wir wollen noch mal Mana. Sieht man daneben den Preis alles? Oder Widerstände, Geschick, Intelligenz. Ja, man kann ja alles noch draufhauen. Feuer und Chaos, Widerstände, noch mal Blitz und Fassung. Das müsste ich noch erlernen. Und je besser das wird, umso teurer wird es natürlich mit der Währung. Aber ich mache es jetzt einfach mal, um euch das zu zeigen. Ich möchte dieses erlernen. Anfertigen. Und jetzt finde ich doch, haben wir schon eine sehr ansehnliche Rüstung, die man verwenden kann als Ausweich für eine von einer weißen Rüstung zu einer goldenen. Man kann auch eine weiße Rüstung nehmen. Und ihr findet auch Essenzen. Man kann auch dann solche Essenzen machen. Da sieht man, dort zum Beispiel würde auf eine Körperrüstung kommen 7 bis 8% Chance auf Blitzschaden. Und es würde auch zu einer von einer normalen zu einem seltenen Gegenstand was werden. Also probiert euch aus, wenn ihr solche Essenzen findet. Probiert es einfach. Vielleicht findet ihr ja was raus und könnt was besser machen. So, und die Rüstung ist noch nicht fertig. Man kann zusätzlich noch die Qualität eines Gegenstandes erhöhen. Wie zum Beispiel, hier sieht man auf meiner Rüstung Qualität 20%. Qualität 20%. Überall Qualität drauf. Und das kann man mit diesem Stein hier oben machen. Verbessert die Qualität einer Rüstung. Zeig's euch mal. Machen wir bloß einmal. Und schon hat die Rüstung 20 Qualität. Okay, das dürfte eine Prophezeiung sein, ne? Ja, okay. Normalerweise würde das jetzt hier nicht gleich auf 20 springen, sondern in einer Schritten weiter höher gehen. Ich glaube, da habe ich auch vergessen zu sagen, das kann man auch vorher machen, bevor die Rüstung überhaupt angewendet. Wenn die noch weiß ist, geht es, glaube ich, in 5er Schritten sogar. Ja. Probiert's aus. Ich glaube, das habe ich jetzt vergessen. Gut. Und genauso verhält sich es auch bei allen anderen Sachen, wie zum Beispiel auch Fläschchen. Ich möchte da auch gar nicht jetzt so weit drauf eingehen, da ich ja im letzten Video auf Doomcloud verwiesen habe. Und er erklärt das dann auch mit guten Rezepten oder mit seinen Fläschchen, was man alles machen kann. Wie zum Beispiel kann man hier eine weiße Flasche, die geht natürlich nicht golden zu machen, die macht man mit einer Umwandlungssphäre blau. Sphäre blau. Ich habe hier noch ein Beispiel. Okay. Ich rate euch sowieso mal auf dem Fläschchen, auf ein Lebensfläschchen drauf zu machen, immun gegen Bluten. Ist ganz wichtig, weil ihr werdet auf richtig fiese Feinde treffen, die euch dickes Bluten verursachen und euer Leben verschwindet einfach. Und dann Fläschchen trinken, fertig. Nehmt jetzt aber eine weiße Flasche, macht einen blauen Wert drauf, wird dieser nicht immer gleich erscheinen. Oder ihr findet eine blaue und wollt aber seid mit dem Wert nicht zufrieden. Dann nimmt man eine Veränderungssphäre. Und die kann man anwenden, macht drauf und jetzt gibt es was Neues. Und kann es nochmal machen, wieder was Neues und so weiter, bis man den Wert hat, den man gerne hätte. Oder nicht. Man kann auch Fläschchen generell sammeln, die immer fallen, wenn hinten hochwertig dran steht. Dann ist es eine Flasche mit Qualität drauf. Wie man sieht, habe ich einige gesammelt. Qualität 5, Qualität 7, Qualität 15. Es gibt auch Fläschchen ohne Qualität. Die kann man auch mit Qualität verpassen. Da braucht man wieder ein anderes Teil. Aber das fällt leider nicht so oft und das kann man sich aber auch zusammensammeln. Und zwar erkläre ich das mal, das Rezept. So, wir haben jetzt lauter Qualitätsfläschchen. Und wenn man Fläschchen mit einem Gesamtwert von über 40 Qualität, also hier 11 plus 11 plus 10 plus 8 sind genau zusammengefasst 40 Qualität. Diese kann man nämlich verkaufen.
und bekommt eine Kugel des Glasbläsers. Und mit diesen kann man die Qualität eines Fläschchens verbessern. Und die fallen gar nicht mal so oft. Und die kann man, habe ich gerade mal 12 Stück. Und mit diesen kann man zum Beispiel Qualität von Fläschchen erhöhen. Und da lohnt es sich dann natürlich, eine weiße Flasche zu nehmen. Dann braucht man bloß 4 Kugeln des Glasbläsers und schon bekommt das Fläschchen 20 Qualität. Und dann kann man es blau machen und ändern. Und die Qualität verbessert ein Fläschchen, zumindest hier in dem Fall, dass die Lebenszeit in schnellerer Zeit regeneriert wird, hier in 4,7 Sekunden anstatt 6 Sekunden oder 5. Oder hier ist es ja noch nicht mehr Qualität drauf, also würde die Sekundenzahl noch schneller gehen. Und Qualität verbessert Rüstungen, verbessert alles. Es gibt auch die Gems, die wir einsammeln, wie man sieht, die haben auch Qualität. Oder auch nicht. Also im Normalfall haben die keine Qualität und die leveln dann bis Stufe 20 mit. Und danach kann man diese auch mit Qualität versehen. Ich gucke mal. Aha, hier haben wir zum Beispiel auch schon ein Beispiel. Hier ist ein Gegenstand, zum Beispiel die Schocknova. Die hat Stufe 1, keine Qualität. Hier ist Schocknova Stufe 1 mit Qualität 20. Und wie man sieht, hat diese zum Beispiel als Bonus dazu bekommen, durch diese 20 Qualität 40% verlängerte Schockdauer bei Gegnern. Und das ist schon eine ganze Menge. Man kann sich auch einen Gegenstand künstlich auf Qualität 20 bringen. Und das nennt man Flippen. Man levelt einen Gegenstand bis Stufe 20. Also dieser müsste noch ein Level hochbekommen. Dann würde oben in zweiter Reihe stehen Stufe 20 Max. Dann nimmt man diesen Stufen 20 Max Gem und ein Prisma des Gemschneiders. Nur einen. Funktioniert jetzt zwar nicht, wenn ich es mache. Und... Ach, die verkauft nichts. Okay. Und verkauft diesen und diesen so. Und dann würde man oben einen Stufe 1 Qualität 20 Gemmen bekommen. Also nicht diese Prisma des Gemschneiders sinnlos verschwenden und 20 mal auf einen draufhauen. Dazu sind die viel, viel, viel zu selten. Okay. Das Prisma des Gemschneiders fällt natürlich auch nicht so oft, aber man kann sich das auch erhandeln. Und das gleiche gilt auch, man findet im Laufe der Zeit immer mal wieder hochwertige Gem. Hier mal Stufqualität 7, Qualität 13, 5, 10, 15. Ob man diese braucht oder nicht, muss man selber festlegen, aber die fallen relativ oft. Und die kann man genauso verkaufen. Und wenn die einen Qualitätswert zusammen von 40 haben, bekommt man ein Prisma des Gemschneiders. Dann macht man das. Okay. Also das gibt ja so, so viel zu erzählen. Aber die ganzen Händlerrezepte, die könnt ihr bei Doomcloud, wie ich schon sagte, findet ihr sehr viele. Was das betrifft, es gibt noch viel, viel, viel mehr Händlerrezepte. Ein ganz, ganz beliebtes, das werde ich, wenn wir das nächste Mal eine Map laufen oder irgendwas machen, das ergibt sich automatisch. Das zeige ich euch dann. Da haben wir unsere Rüstung, die packe ich jetzt mal weg. Die finde ich nämlich gar nicht mal schlecht. Gut. Okay, ich hoffe, ich konnte euch in der heutigen Folge erstmal ein bisschen was zu den Gems zeigen und ein bisschen was vom Craften, was ein paar Steine bewirken, was noch längst nicht alles ist. Aber die Zeit ist so schnell rum bei Path of Exile, da kann man so, 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 so viel erklären. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge, geht es auf jeden Fall weiter. Und ich denke mal, wir werden, gibt es hier noch viel zu erklären. Also Maps werde ich noch nicht erklären, noch nicht im Detail.
Na, ich werde mal erklären, was mit den Juwelen ist. Und dann gehen wir uns mal. Nee, dann gehen wir mal auf jeden Fall die ganzen Kollegen hier durch. Was für einen Sinn die haben. Und wie man es überhaupt nutzen kann, was die machen, was man für sich dann hat, weil viele blicken da gar nicht durch, die rattern alles ab und nutzen das gar nicht aus. Das werden wir in der nächsten Folge mal probieren. Sorry, dass ich heute wieder so viel dumm rumgeschlabbert habe. Aber es geht ja darum, euch das Spiel näher zu bringen und dass ihr dann besser loslegen könnt. Aber bald gibt es Gameplay in der nächsten Folge, ne? Alles klar und bis dahin.